بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ترومل واس هايست اس معازف. ديزه شلاكزويد داس اس اوخ معازف. فلوت معازف. Alles gehört zum معازف. Es kann ja nicht sein, dass etwas überall verbreitet ist und wir finden kein Hadith darüber. Wenn wir jetzt zum Thema Musik reinkommen und die Leute, sie denken, das ist etwas, was Außergewöhnliches und etwas, was neu und so, dann sage ich euch, ihr irrt euch. Ich rede über Imam A'zam Berger, diese Umma. Sie haben gesungen, sie waren Sänger und nicht nur, sie waren Komponisten. Wow, provokativ oder nicht? Top provokativ. Willst du von Rasulullah hören? Sitz dich. Ud. Hör dir mal ein bisschen Ud. Wenn wir fertig sind, sage ich, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so und so und so. Und er hat überliefert in Sunnenbüchern, überall. Gestorben im Jahr 507. Er hat selber ein Buch über Sama' geschrieben. Ich hab, wisst ihr, was er sagt? Er sagt, Musikinstrumente und Lieder zu hören ist Sunnah. Derjenige, der behauptet, dass die vier Rechtsgelehrten das verboten haben, von ihm nimmt man nicht an. Der Satan benutzt nicht nur Musik. Alles, was mit Vergnügen zu tun hat, benutzt er. Allah sagt ihnen, ah, so ist das. Wenn der Koran vorgelesen wird, ihr lacht statt zu weinen und ihr singt, dann daran sagen sie, siehst du, singen, also haram. Es gibt 83 Ahadith insgesamt, die über Musikinstrumente berichten. Erstmal verbunden mit Haram und zweitens, da steht, sie machen das für erlaubt. Weil da, wo Diskotheken sind, da siehst du Unzucht und da siehst du Berauschendes und da siehst du auch Musikinstrumente. Verbindung heißt nicht, dass das ganze Paket Haram ist. Statt dass ihr uns gibt, wo es verboten ist, ihr findet nichts, wir geben euch, wo es erlaubt ist. Auf dem Weg zum Hajj. Müde. Jetzt auf einmal wollen sie jetzt singen. Kannst du uns mal bitte was singen? Allahu Akbar. Umar begann, ein Gedichtzeile zu singen. Usama ibn Zayd, Hibbu Rasulillah, der bei dem Prophet sallallahu alaihi wasallam geadoptiert. Er war ja bei ihm. Volkslieder hat er gesungen. Wo? In der Moschee. Aber was uns interessiert, sie haben einen Sänger geholt. Was hat uns verkrampft gemacht? Natürlich, wir hören keine Musik von Kindheit schon. Haram, haram, Shaitan, Shaitan. Hörst du immer, Blei wird auf deinem Ohr, Blei auf dein. Was ist das? Katastrophe. Und Lieder und Singen haben vier Stufen. Erlaubt, Mustahab, Makruh und Haram.